herzlich willkommen am mittlerweile dritten Advent. Wir machen heute wieder eine kleine Runde Raten, aber ihr müsst nicht kein Quiz zum Thema Weihnachten machen, sondern Lieder raten. Weihnachtslieder. Und wir haben diese Weihnachtslieder mit Google-Übersetzer auf Deutsch übersetzt. Mit Google-Übersetzer auf Deutsch? Oh Gott. Ja. Ich lese euch immer die erste Strophe und den Refrain vor. Okay. Wer schneller ist, der darf sagen. Du liest uns das vor, das heißt, ich habe die Melodie gar nicht. Ich lese das vor, ja. Okay. Also 0-0. Singen ist nicht meine Stärke. Okay, seid ihr bereit? Ja. Für das erste Lied. Okay. Einmal gebissen und zweimal schüchtern. Ich halte Abstand, aber du fängst immer noch meinen Blick. Sag mir, Baby, erkennst du mich? Nun ist es ein Jahr her. Es überrascht mich nicht. Frohe Weihnachten, ich packe. Tell me, baby, do you recognize me? Hey! Last Christmas. Last Christmas. Ich wusste es schon am Anfang, aber ich kam nicht auf den Titel. Jesus. Warm 1-0, das ist das Einzige, was du kennst. Nein. Ja, ich würde sagen, der Punkt geht an dich, Daniel. Bisschen ja, schneller, aber, oder? Klar. Ganz souverän. Okay. Seid ihr bereit für den zweiten Song? Ja. Aber sicher. Ich will nicht viel zu Weihnachten. Es gibt nur eine Sache, die ich brauche. All I want for Christmas is you. Richtig? Richtig. Ja, Mariah Carey. Da bin ich doch, Alter. Sich hier vorher hinstellen, ich bin der Weihnachtslieder. Nein. Weißt du auch von wem? Das ist schlecht. Mariah Carey. Ja. Aber das gibt trotzdem nur einen Punkt, ne? Das ist wieso? Ja, das gibt nur einen Punkt. Mariah Carey. Okay, nächster Song. Mit einem Fernschlitten durch den Schnee stürzen. Über die Felder gehen wir und lachen den ganzen Weg. Glocken an den Schwänzen leuchten und lachen die Geister strahlen. Was für ein Spaß es ist, heute Abend zu reiten. Jingle Bells! Ja! Das kennst du! To ride in a sleigh. Ja, da bin ich doch! Ja, was ist? Okay, 2-1. Ja gut, das wird doch bleiben. Nächster Song. Pass besser auf, du solltest besser nicht weinen. Du solltest besser nicht schmollen. Ich erzähl dir warum. Der Weihnachtsmann kommt in die Stadt. Er macht eine Liste. Er überprüft es zweimal. Er wird herausfinden, wer frech oder nett ist. Der Weihnachtsmann kommt in die Stadt. Ja, aber wie geht die Melodie? Santa's coming to town. Ja. Ach, nee. Ja, ja, Santa. Bist du der Google-Übersetzer? Santa's coming. Ja, ich weiß nicht, wie es heißt. Das gibt Santa Claus is coming to town. Das ja. Ist richtig. Jawohl! Ja. So jawohl! Ja, so heißt es. Ach, hör doch auf! Man nennt mich auch das Lexikon der Weihnachtslieder. Echt, Sarah, hast du nicht hier groß getönt? Du kannst nicht ein Weihnachtslied? Ja, ja, kann ich doch. Okay. Du gehst so oft feiern, also ganz ehrlich. Ich gehe zu oft englische Musik. Ich gehe immer auf irgendwelche Firmenweihnachtsfeiern, obwohl ich da gar nicht arbeite, immer nur teil zu Es steht 3-1. Also anstrengend, es kommen noch 2 Lieder. Es kann noch ein Unentschieden geben. Das wird ganz böse hier heute. Es wird einige Zeit dauern, aber ich komme dorthin. Von oben bis unten im Stau. Oh, ich habe rote Ampeln auf der Flucht. Aber bald wird es eine Autobahn geben, ja. Stelle meine Füße auf heiligen Boden, also singe ich für dich. Obwohl du mich nicht hören kannst, wenn ich durchkomme und fühle dich in meiner Nähe, in meinem Auto fahren. Ich fahre zu Weihnachten nach Hause. Zu Weihnachten nach Hause fahren. Driving home for Christmas. Ja! Ja! Ist das ein super Lied? Das hört man doch, wenn man so nach Hause fährt. Ja. Wir spielen am 21. noch und wenn ich am 22. nach Hause fahre, wird dann das im das Auto hier gespielt. Driving home for Christmas. In deinem E-Auto. Im E-Smart. Im E-Smart, wenn du da verliebt hast. Ja. In der Zapfsäule stehe, in der Elektro-Zapfsäule, da kommt das Lied. Ja, 4-1 würde ich sagen. Ja, das ist die letzte Chance, zumindest die komplette Niederlage zu vermeiden. Ich habe meinen einen Punkt gemacht, das war Ziel. Wenn sich die Welt verändert, zünde eine Kerze im Dunkeln an. Es liegt eine Quelle der Inspiration in der Luft. Lassen Sie die Magie Ihre Tränen trocknen und Ihr Herz heilen. Ein wunderbarer Traum von Liebe und Frieden für alle. Unser Leben in perfekter Harmonie zu leben. Ein wunderbarer Traum von Freude und Spaß für alle. Ein Leben zu feiern, in dem alle frei sind.
Ich weiß es, aber ich komme nicht auf die Melodie. Ich weiß auch nicht. Ja, in Harmony, genau. Ja, ja, ja. Das ist der Google-Übersetzer dabei. Ja, ja, sing mal weiter. For everyone. For everyone. Warte, warte. Es liegt auf der Zunge. Sag's. Ja. Weiß ich nicht. Ein wunderbarer Traum von Liebe und Frieden für alle. Peace for everyone. Ja, ja, komm, jetzt sag, wie heißt's? Ich weiß es nicht. Sag einfach. Love and peace for everyone. Sag einfach, komm. Love and peace for everyone. Na, 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 na. Ist es das? Ja, wie heißt das Lied? Ich weiß, dass die ist, die gibt, das war der Coca-Cola-Track. Und die, ja, die ist mit dem Flugzeug abgestürzt. Danach. Leider. Melanie Thornton? Ja, richtig. Ja, und das ist Love for everyone. Melanie Thornton zählt. Love and peace for everyone. Es wäre gewesen a wonderful dream. Wonderful dream. Aber stimmt. Für Melanie Thornton gibt es Punkte. Ja, vor allem, weil du das so schön aussprichst. Im Osten. Die Melanie Thornton. Melanie Thornton. Die hat schön gesungen. Nur klar. Ich würde sagen, der größere Weihnachtsliedkenner. Ach, ja, aber jetzt fangen wir, jetzt fragt ihr mal nach Texten hier, O Tannenbaum und nee, in der Weihnachtsbäckerei. Ja? Sag mal, da liegen halt auch... Hat er noch nie gehört. Darum geht's dann beim nächsten Mal. Ja, herzlichen Glückwunsch, Florian. Vielen Dank. Flöri aus Zwicke. Dankeschön. Wir sehen uns dann am 4. Advent wieder. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.